Faxam. Heute geht es um das J. J wie in Jens. Hier lerne ich gleich den Henrik kennen und Henrik zeigt mir, welche Ausbildungsberufe es hier bei Jens gibt. Technik zur Aufbereitung von Biomasse. Kurz zur Aufklärung. Damit gemeint sind beispielsweise Hacker. Nicht zu verwechseln mit den Hackern. Hallo Henrik. Hallo Niklas. Herzlich willkommen hier bei der Jens GmbH. Ja, schön, dass ich da sein darf. Du, wo sind wir jetzt hier gerade und was machen die Kollegen da? Das ist hier unsere Ausbildungswerkstatt, wo unsere Azubis halt etwas bauen oder eben für unsere Produktion etwas mitmachen. Das ist unser Feinwerkmechaniker, der ist gerade an der Drehbank bei. Aber das ist nicht alles, ich würde jetzt in unserer Produktion noch einen weiteren Platz zeigen. Weiter geht's in die Produktionshalle. Hier fertigt die Firma ihre Maschinen. Und das ist hier also Produktionshalle? Genau, das ist einer von 9 Produktionsplätzen, an denen wir uns gerade befinden. Und das ist der Tim. Ah, hallo Tim. Hallo. Was für eine Ausbildung machst du hier im Haus? Ich bin hier der Metallbauer im 2. Lehrjahr. Okay, und was musst du gerade hier machen? Ich bin jetzt in der Endmontage und baue hier gerade diesen Schutzbügel ein für den Ventilator, Ölmotor und der dient immer gleichzeitig zum Tritt, okay, zum Hochheften, damit man, wenn man was warten braucht, muss oder sowas. Das ist dann schon eine gute Hilfe zum Aufsteigen. Eigentlich ist das jetzt meine Aufgabe, aber du kannst es auch mal probieren. Da vorne sind die Löcher mit den Gewinnen und dann kannst du es ja mal ausprobieren. Okay. Tim erzählte mir, dass jede Maschine individuell angefertigt wird und somit ein Unikat ist. Sein Arbeitsalltag ist abwechslungsreich, da keine Maschine der anderen gleicht. Ja, Tim, vielen Dank für die Infos. Bitte schön, kein Problem. Weiter geht's. Ja, dann zeige ich dir noch meine Maschine im Einsatz. Henrik ist übrigens Industriekaufmann. Neben dem Feinwerkmechaniker, Metallbauer und Land- und Baumaschinenmechatroniker einer der 4 Ausbildungsberufe der Firma Jens. Ja, Niklas, wir sind jetzt hier auf unserem Hackplatz, wo wir quasi unsere Maschinen ausprobieren und auch vorführen können. Im Hintergrund siehst du unseren Cobra Demo Truck. Die Maschine ist dafür da, um Maschinen auszuliefern an unsere Kundschaft und genauso halt auch, um eine Maschine mal durchlaufen zu lassen. Oben drauf sitzt der André. Hallo André, ihr wird dir gleich mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Aber du siehst schon, der Kran hat schon einen Holzstamm in der Zange und wird den gleich der Maschine zuführen und dann kommt da hinten Hackschnitzel raus. Hackschnitzel, das hört sich gut an. Ja, das gucke ich mir genau an. Gespannt auf ein paar saftige Hackschnitzel beobachtete ich André und seine Maschine. Der Hacker verputzte die bis zu 80 cm dicken Baumstämme, wie ich eine 8 mm dicke Salzstange. Ziemlich beeindruckend. Ja, das war eben gerade noch ein Baum. Henrik, vielen Dank, dass du mir hier alles gezeigt hast. Ja, das war mein Besuch hier bei Firma Jens in Wegholm. Ist auf jeden Fall ein interessantes Unternehmen mit vielen Ausbildungsberufen, dicken Maschinen und einer Menge Spaß. We'll be right back.